Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Herzlich willkommen zum geilsten Panzer des Tages. Wir fahren den M41 Walker Bulldog. Ja, der wird noch öfter auftauchen. Macht mir total Spaß. Habe ich total. Ja, da kann ich durchaus gut mit umgehen. Wir fahren noch die Autoloader-Kanone, also sprich 10 Schuss im Magazin, weil wir einfach noch nicht genug EP haben für die Einzelschussgeschichte. Die finde ich ja persönlich schöner. Weiß jetzt nicht, ob ich die Reihenfolge jetzt vielleicht auch vermehre. Das kann passieren. Habt ihr vielleicht schon ein Riebelim mit der Einzelschusskanone gesehen? Keine Ahnung. Wir sind auf Leakville unterwegs in einem 8er-Gefecht. Das ist für so einen 7er Scout durchaus richtig, richtig gutes Matchmaking. Und ja, wir werden mal schauen, was wir denn so gerissen kriegen. Leakville ist leider nicht die coole Scout-Karte, weil es sehr korridormäßig organisiert das Ganze. Also man kann halt wirklich nur auf drei Wegen vorwärts fahren. So eine Stadt ist für einen Scout relativ schwierig. Der Weg hier ist eigentlich auch schwierig. Also mein Ziel ist jetzt einfach nur einen Busch zu finden und ein paar Spots zu finden und dann wieder abzuhauen. Und ja, drüben im Canyon, da braucht man mit dem Scout gar nicht hingehen. Ja, der Kombi geht schon mal auf unsere Kappe. Wir kriegen schon mal ein bisschen Aufklärungsschaden. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen und schauen mal, ob wir ein bisschen was gespottet kriegen. Der T-34-85 ist unterwegs, um sich selber umzubringen. Das ist auch spannend. Ja, da drüben ist auf jeden Fall einiges geboten. Durch den schnellen Vorstoß ist es... Oh, jetzt fallen wir gleich. Nein, das war knapp. Und da ist mein bester Freund, der Jagdpanda 2. Der bläst direkt zum Angriff. Und hat beschlossen, wir müssen jetzt einfach sinnlos davon reinfahren. Genau, das hat er gut gemacht und hat erstmal 680 Schaden bekommen und jetzt ist er auf 9% runter. Das hat er großartig gemacht. Als Top-Tier-Tank-Destroyer war das genau der richtige Move, den man da machen muss. Da muss man einfach vorfahren und sich zerschießen lassen. Genau. Ja, es steht 1-1. Wir haben einen VK eingebüßt, Gegner einen KV-85. Also alles noch nicht spielentscheidend. Jagdpanda 2 möchte unbedingt darüber schießen und braucht da ja auf jeden Fall so ein bisschen Spotting, weil er will ja Schaden machen. Naja gut, egal. Wir stehen jetzt erstmal hier und harren der Dinge, die da kommen mögen. Mit unserem tollen Fernrohr können wir ja mal schauen, was da so geht. Ja, und irgendwie stehen alle hier und campen und warten nur drauf, dass irgendjemand da drüben mal die Spots bringt. Das finde ich ja ziemlich blöd. So, da gab's. Ja, und schon bin ich nämlich der Stupid Bulldog bei unserem Jagdpanda, weil ich nicht beschlossen habe, mich selbst noch mäßig nach vorn zu stürzen und mich davon umzubringen, damit der Herr Jagdpanda seinen eigenen Scout hat. Ja, es steht 3-2. Da ist die Su 101. Ja, da ging nichts durch. Ja, die Kanone ist halt auch nicht für Ferndistanzen geeignet, also das kann man ziemlich vergessen. Ja, wir gucken mal, aber jetzt wäre nämlich der richtige Zeitpunkt zum Vorwärtsfahren. Also vielleicht für alle Heavy-Tank-Fahrer und für alle, die gerne ein Stück rumcampen. Es macht keinen Sinn, wenn eure Scouts sich sinnlos für euch vorne verheizen, damit ihr einen Schuss rauskriegt und dann habt ihr keinen Scout mehr. Ihr solltet das mal abwarten und ein guter Scout-Spieler weiß schon, wann er vorzufahren hat. Ich würde mich jetzt nicht als guten Scout-Fahrer bezeichnen, aber ich bin durchaus nicht der Schlechteste und finde, man kann da durchaus auch mal ein bisschen Geduld haben. Das Spiel entscheidet sich nicht in der ersten Minute. Ja, nichtsdestotrotz, ja, wir stehen erstmal hier, gucken mal, jetzt scheint sich's da hinten. Ja, du brauchst unbedingt Spots, mein Kollege, das ist mir total helle. Schieß doch auf das, was da so da ist, da ist genug da. Müsstest es halt auch mal treffen, wäre auch schön. Ja, wir treffen halt auch nichts. Ist halt leider. Bulldog ist kein Sniper. Wird nix. Ja. Und auf jeden Fall sind wir jetzt die dumme Sau. Das ist schön. Ich bin ja total gerne die dumme Sau. Da hinten ist wieder die Su 101. Wir sind aber im Nachladen gefangen. Das ist halt das, was ich sage. Ich finde so ein Autoloader auf einem Light macht meiner Meinung nach nicht so richtig Sinn. Klar, es ist schön, wenn man dann rausstürmen kann und man kann dann die 10 Schuss in irgendjemanden reinstopfen, aber ja, da kommt der IKV 90B. Auch spannend. Aber da ich ja bloß der dumme Bulldog bin, ist mir das ja egal. Ja, wir machen jetzt mal die Su. Schade, das war ein Schuss für umsonst, aber den IKV könnte man noch geben. Jawoll! Hey Jagdpanda, was ist denn los? Du könntest auch mal schießen. Na ja, gut, dann machen wir es halt alleine. Und da haben wir unseren ersten Kill. Ja, das läuft. Das ist sehr in Ordnung.
Insofern, es hätte ja nichts gebracht, wenn wir jetzt vorgefahren wären und uns hätten zerlegen lassen. Es steht, 9-7 für den Gegner. Das ist nicht so schön, deswegen, die sind auch scheinbar rechts rum. Wir müssen jetzt mal zurück. Das nützt nichts. Wir haben ja da noch ein Emil 1. Also diese Emil-Panzer sind durchaus ziemlich cool. Also da kann man vielleicht noch durchaus was retten. Der TN32 schreit verzweifelt nach Hilfe. Der hat da durchaus auch recht. Sollte auch welche bekommen, aber wir werden für ihn wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig ankommen. Mal schauen. Ja, da ist ein T-44. Da können wir auf jeden Fall mal einen Kill mitnehmen. Da sind wir bei 2 Kills. Ja, Emil steht strategisch gar nicht schlecht. Aber so eine ISO kann uns halt direkt auch von der Karte putzen. Das ist halt leider so ein bisschen ärgerlich. Der Komet schießt auf uns. Ja, der Komet schoss auf uns. Vergangenheit. Weil der Jagdpanda hat tatsächlich mal etwas getroffen. Und hat tatsächlich mal einen Kill gemacht. Und wir müssen jetzt mal hier rum. Wir müssen mal schauen, ob wir die ISO von der Karte geputzt kriegen. Ne, das macht der Emil selber. Und da steht es 11 zu 12. Naja, ist okay. Ja, irgendwo hier hinten muss noch so ein IKV 65-2 stehen. Ich habe leider noch nicht so richtig Ahnung, was das alles so heißt, was hier bei diesen schwedischen Panzern an Abkürzungen und so unterwegs ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall 11 zu 12 sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch einen Emil, der relativ gut dabei ist. Wir haben noch den E25, der ist noch ziemlich voll. Und wir haben noch einen Scout, der in eine Su-100Y fährt. Das bin in dem Fall ja dann ich. Eine Su-100Y ist natürlich auch so ein Gerät, was durchaus in der Lage ist, uns von der Karte zu rotzen. Ui, und da hat es unseren Motor zerledert. Das finde ich natürlich jetzt gar nicht so richtig schön. Aber wir haben sie aufgespottet und der E25 kann sie unter Feuer nehmen. Das ist ganz schön. Das heißt, wir werden einfach mal gar nichts machen und mal warten, bis der E25 das Problem löst. Man lässt manchmal auch Probleme einfach für sich lösen. Und jetzt können wir einen Kill nehmen. Ja, das war ein bisschen Kill-Stealing, aber... Kaputt ist kaputt. Ja. So, da hier ist, das ist noch ein T-34. Der hat uns auch geschossen irgendwo aus Richtung Stadt. Genau, da ist er. Er hat schon wieder geschossen. Ja, es ist leider mit dem Bulldog ist mit Snipern jetzt eher essig. Das bringt nichts. Ja. Okay, also werden wir mal die große Runde drehen. Mal schauen. Ja, jetzt kommen wir nicht rein. Ja, musste der E25 dann leider doch mal selber machen. Und wir müssen nachladen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und es ist noch eine Archi und ein IKV. Also jetzt sieht es tatsächlich echt für uns ganz gut aus. Aber es war durchaus ein hartes Stück Arbeit. Brauchen wir auch nicht reden. Da hinten ist die Archi. FV207 ist auch so ein Kollege, den möchte ich jetzt nicht unbedingt treffen. Vor allem nicht im Dunkeln. Oder am besten eher nicht mich. So. Ja, da hinter den Häusern kommen wir nicht ran. Und da ist auch noch der IKV. Der IKV hat den E25 erledigt. Ja, aber Fakt ist halt, mit dem Emil zusammen, denke ich, sollten wir dieses Spiel rumkriegen. Also wir haben auch mit dem Emil 7 Kills untereinander aufgeteilt. Ja, ich warte mal, bis hier das Scherenfernrohr angeht. Vielleicht sieht man ja was. Aber natürlich, die stehen halt hinten auch im Gebüsch. Aber da ist sie. Da ist sie, die Arti. Und jetzt hat sie sich der Emil geklaut. Naja, dann klauen wir uns halt die Kills gegenseitig. Ist auch schön. Und los geht das. Ich fahre mal die große Runde in der Hoffnung, nicht, dass der IKV da noch rumsitzt und auf uns anlegt. Mal gucken. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht sterben, deswegen möge doch der Emil vorfahren. Ist ja ein Heavy Tank. Ist ja auch sein Job, sich ein bisschen nach vorne zu tun und sich ein wenig hervorzutun und dabei ein wenig gut auszusehen. Und wir fahren einfach den größeren Weg. Wir sind ja eh schneller. Muss sagen, habe ja nach wie vor noch den kleinen Motor drin. Bin gespannt, was passiert, wenn man in dieses Ding noch einen großen Motor reinbaut. Also das wäre schon ganz spannend, weil jetzt 72 ist, glaube ich, was fehlt, ist so ein bisschen der Anzug. Wenn ich den dann natürlich dann noch ein Stück weit mitkriege, das wäre schon ganz fetzig. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mal schauen, was da noch so möglich ist.
werde euch Bescheid geben, sobald ich das ausprobiert habe. Ja, der IKV ist, glaube ich, was ist er denn? Geflohen, abgehauen, was auch immer. Mal gucken, ob wir den noch irgendwie aufgetrieben kriegen. Hat sich auf jeden Fall irgendwo versteckt. Müssen wir mal schauen, was wir da noch tun können. Und da ist er hinter einem Häuschen. Und hinter einem Häuschen einen Tankdestroyer mit einem Light zu erwischen, heißt zwangsläufig irgendwann, wir kommen an den Arsch. Und da haben wir noch einen Kill gemacht. Und jetzt ist der Emil stinkig, weil wir ihm seinen 6. Kill weggenommen haben. Aber ich finde ja trotzdem, auch den Krieger muss man sich verdienen. Ja, dementsprechend schauen wir mal auf die Auswertung. Ja, die Auswertung. Nach diesem ganzen Rumgerage und sich aufgerege und mich voll gepöbel, naja, war es trotzdem ein schönes Gefecht. Wir haben 2898 EP, doppelt für den ersten Tagessieg, überlegen als Abgleich in zweiter Klasse. Also der Bulldog ist echt schwer zu in Panzerass zu machen, ist mir jetzt schon aufgefallen. Da muss man schon ganz schön die Sau rauslassen. Ja, nichtsdestotrotz, die Liste der Beschädigten und Aufgeklärten ist sehr lang, das ist sehr angenehm. Wir stehen ganz oben. Wir haben 966 Erfahrung Grund bekommen, 1300 Schaden gemacht, 4 Kills. Wir stehen auch übrigens über dem Emil, der sich jetzt sehr aufregt, dass er natürlich jetzt keine Kriegermedaille bekommen hat. Ja, aber ich finde, mit 2500 Schaden und 5 Kills soll er zufrieden sein. Da muss man, solche Medaillen muss man niemandem überlassen. Viel spannender finde ich, man schaue bitte nach unten, da steht der Jagdpanther 2, der in dem gesamten Gefecht genau einmal getroffen hat. Ja. So sieht das aus. Hat 261 Schaden gemacht, hat genau einen Killer, ansonsten gar nichts. Und schuld bin natürlich ich, weil ich mich nicht selbstmordmäßig in den Feind geschmissen habe. Ja, so kann man das manchmal durchaus auch sehen. Ja, wir haben 14 Treffer, 10 Durchschläge, 26 Mal geschossen. Wie gesagt, Genauigkeit ist eher eingeschränkt. Haben 2 aufgeklärt, haben 8 beschädigt, 4 zerstört. Und 852 Assistenzschaden und wir sind über 3 Kilometer gefahren, das ist sehr angenehm. Und wir haben 18.000 Credits verdient und ich glaube, mit der EP-Zahl sollte es dann auch bald mal reichen, dass wir den mal irgendwann fertig haben und den Herrn Bulldog mal fertig ausgebaut haben. In diesem Sinne, ja, ich als persönlicher Scout sage an dieser Stelle vielen Dank wieder fürs Zugucken, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir Kommentare, teilt das Video, schreibt der Oma, wie toll das hier ist, was auch immer euch so einfällt. Ja, gerne auch unten Anregungen, was soll ich euch mal zeigen, was wollt ihr gerne mal sehen, woran hält ihr Interesse, sowas. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht was aus der Zeit und bis bald mal wieder. Für euch der Ära.